Ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten von euch gerade die Indizes auf ihrem Kicker haben, denn da gibt es heftige Bewegungen. Die wollen wir uns auch gleich angucken. Der Star des Tages könnte aber vielleicht die US Treasury Note sein, die 10-jährige. In diesem Fall haben wir hier auf dem Plan. Ob es der Star des Tages ist, ist mal dahingestellt, aber zumindest mal sehr beachtenswert. Normalerweise wisst ihr, ich habe hier mal ein bisschen rausgezoomt und wir haben diese starke Abwärtsbewegung. Das ist das, was wir hier haben. Und wir wissen, nochmal Erinnerung, Kursrücksetzer bei den Treasury Notes bedeutet, dass die Zinsrenditen eben steigen. Klar, man muss weniger Geld hinlegen für den gleichen Zinsbetrag. Das ist sicherlich attraktiv. Das Ganze hat ein bisschen an Fahrt verloren und das sehen wir hier eben auch im Stundenchart, dass sich das Ganze ein wenig eindreht. Und ich rede ja immer wieder davon, das Stichwort Überschneidung. Und wir sehen halt, dass es hier viel mehr Vortrieb gibt in den größeren Bewegungen, gab zumindest mal auch in den kleineren hier teilweise. Das heißt, hier war noch eine starke Tendenz und hier sieht man schon, es dreht ein bisschen ein, es hat den Schwung verloren. Das ist etwas, was ganz häufig am Ende einer Bewegung ist. Gut, jetzt lässt sich das ja schon erahnen. Okay, er hält sich hier auf. Da haben wir schon häufig drüber gesprochen. Das muss nicht immer pünktlich passieren. Hier hat er ein bisschen übertrieben. Es geht ja nicht darum, dass exakt an der Marke was passiert. Aber da gucken halt viele dann drauf. Was macht er denn jetzt? Sollen wir denn noch? So, also insofern jetzt der Markt hier, die Abwärtsseite, auf jeden Fall nicht mehr als Favorite. Nicht mehr als beliebteste Seite. Was wir allerdings sehen können, dass inzwischen die Aufwärtsseite, anders als zuvor, die Aufwärtsseite ziemlich stark ist. Manch einer würde vielleicht sogar sagen, kann man da was Fünffälliges erkennen? Wir wissen ja, Fünffällig steht gerne für eine impulsive Bewegung, also für eine vorläufige Haupttrendrichtung, insbesondere wenn sie anschließend von einer ABC unterbrochen wird. Das ist dann sowas, was wir hier haben, eine ABC. Das wäre im Prinzip mustergültig ein Rücksetzer. Und wer das ganze Prinzip häufiger mal verfolgt, dann passiert gerne das, dass das, was wir hier vorne haben, sich anschließend nochmal wiederholt. Also das heißt, dass wir einen Anstieg haben. Das wäre jetzt natürlich herzallerliebst. Erstens mal für diejenigen, die das Ding gekauft haben, vielleicht an dieser Grenze. Der Kurs notiert ja da noch so halbwegs auf diesem Zwischenniveau. Das ist für mich immer ganz gern ein Trigger, bei dem man meistens nicht ganz doof liegt vom Einstieg. Aber das ist natürlich auch deshalb interessant, denn dann steigen ja wieder die Kurse an den Zinsmärkten. Das wiederum bedeutet, dass die Renditen wieder nachlassen. Und wir erinnern uns, das ist ja für den Techie-Markt vielleicht nicht das Schlechteste, denn der ist da ein bisschen empfindlicher als die Standardwerte. So sagt man, so hört man immer wieder und so scheint es ja auch tatsächlich aktuell zu sein. Also gute Voraussetzungen hier eigentlich von der Seite. Und wer sich das Ganze nochmal auf einer kleineren Ebene angucken will, ich möchte ja niemanden verführen, das auf einer kurzen Ebene, das, was wir hier hinten haben, droht doch schon nachvollziehbarerweise wieder genauso auszusehen, nämlich ein Schub nach oben, ein ABC nach unten. Jetzt habe ich das sehr hässlich gezeichnet, aber ich denke, ihr kriegt das gedanklich hin. Das wiederum, wenn dann eben dieser Rücksetzer hier dann entsprechend noch folgt, würde dann auf der kleineren Ebene den Startschuss nochmal geben können, der dann im Großen ja dann nochmal weiterlaufen kann. Ob das dann von dort aus richtig weit läuft, nochmal richtig hoch, 137 und x, das ist hier nicht rauszulesen aus dieser Geschichte. Da kann man spekulieren, ob er das tut oder nicht, aber zumindest haben wir ihm einen ersten Anschub gegeben für die Seite nach oben. Also, beste Voraussetzung, ich habe es eben angedeutet, eigentlich für den Techie-Markt. Und genau der Saukerl kommt jetzt gerade runter. Wie geht das denn? Naja, man darf nicht vergessen, er hat die letzten Tage ja immerhin dafür genutzt, ein bisschen wieder nach oben zu kommen. Er hat auch damit seine Höchstniveaus dann endlich wieder überschritten. Das ist jetzt hier allerdings auf den Future gerechnet, falls ihr die Werte jetzt hier ablest. Aber zumindest mal wieder back in town, nachdem wir ja hier quasi in der vorangegangenen Geschichte auch so ein Verhalten hatten. Also das ist nicht jetzt spezifisch nur für einen Markt, das ist so ein typisches Marktteilnehmerverhalten, sage ich jetzt mal. Das man so ein bisschen Schub gibt, so eine Richtung vor, je wackeliger die Gegenseite und dann ein möglicher Einstieg ist hier. Klar, man kann das versuchen auf der kleineren Ebene, ob man dann hier gegebenenfalls das hier nochmal sieht im Kleinen. Das war jetzt hier in dem Fall, naja, vielleicht nicht ganz so deutlich, wie auch immer, aber dass man da vielleicht reinkommt, aber die Bewegung eben in diese Richtung. Ihr seht aber schon, jetzt hier haben wir beim Nasdaq eigentlich genau die gegenläufige Bewegung, nämlich zumindest mal im 5-Minuten-Chart, das ist nicht für die Übergeordneten super relevant, aber für die kürzerfristig Orientierten, wir haben eine klare Schubrichtung nach unten.
Ihr könnt euch vorstellen, wenn der Kurs jetzt ausgehend von der Situation wackelig oder eben auch, wie es gerne passiert, einfach nur eine ABC nach oben kommt. Das muss nicht genau in dem Bereich sein, aber es sind halt eben typische Rücksetzer. Das können wir hier oben nochmal so ein bisschen gucken, einfach, dass man das Auge so ein bisschen daran gewöhnt. So 50 bis 61,8 als Rücksetzerniveau, das wäre jetzt dann hier. Das wären so klassische Niveaus in etwa, wenn er das tatsächlich macht, dass dann zumindest nochmal ein Rücksetzer passiert. Und wer jetzt sagt, das kann aber nicht sein, weil es nicht sein darf, der Kurs muss doch steigen, vorsichtig, ein Rücksetzer in dieser Größenordnung, wir können das ja mal da oben einblenden lassen, der fällt hier nicht mal auf. Das heißt, das sind Rücksetzer wie diese hier beispielsweise. Also das macht nichts kaputt. Das ist einfach eine ganz normale Marktbewegung, die wir hier eben im Chart immer wieder mal eben sehen. So, das ist natürlich nicht jedermanns Sache von der Umsetzung. Ob es dieses hier sein muss oder was ganz anderes, das müsst ihr euch natürlich selber überlegen. Oder aber ihr meldet euch an für den Trade des Tages. Da stellen wir immer wieder Trading-Gelegenheiten vor, mit in verschiedene Richtungen, in verschiedene Art und Weisen, wo wir sagen, das finden wir für uns immerhin gut genug, als dass es ein Trade wert wäre, wenn ihr sagt, also da brauchen wir die Marken dafür. Dann meldet euch an, es ist kostenfrei und ihr kriegt da immer wieder Trades von uns vorgestellt als kleine Idee. Und wenn ihr sagt, ihr braucht mehr davon, zum Beispiel als Nachricht auf Telegram, habt ihr die Möglichkeit, das auch kostenfrei mal ein bisschen zu testen, euch mal anzugucken. Meldet euch da ebenfalls für an. Es ist ja völlig unverbindlich, da kann nicht viel passieren. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis morgen an dieser Stelle wieder.